Heute Vormittag hatte der BSV Zwickau zum Pressecafé in die Sporthalle Neuplanitz eingeladen, um die Medienvertreter über den aktuellen Stand in der Mannschaft zu informieren. Wir waren für Sie vor Ort. Zu Beginn der Pressekonferenz bedauerte Trainer Norman Rentsch den Corona-bedingten Ausfall des letzten Heimspiels, betonte zugleich, dass man trotzdem optimistisch in die Zukunft schaue und die spielfreie Zeit intensiv für das Training genutzt habe. Darüber hinaus informierte er die Medienvertreter darüber, dass es im gegenseitigen Einvernehmen zur Vertragsauflösung mit Brigitta Ivanuskaitė gekommen sei. Die freudige Botschaft am heutigen Tage war die, dass man Pia Adams kurzfristig verpflichten konnte. Die 24-Jährige durchlief alle Nachwuchsstationen der Werkselfen aus Leverkusen. Bereits mit 17 Jahren stand sie in ihrem ersten Bundesligaspiel auf der Platte. Pia spielt auf der linken Rückraumposition. Mit dem TSV Bayer 04 Leverkusen wurde sie in den Jahren 2013, 14 und 15 A-Jugendmeister. Wir kamen heute mit ihr ins Gespräch. Ich habe vor 3 Wochen einen Anruf bekommen von Norm, genau, ganz überraschend. Der hatte mich gefragt, wie es bei mir aussieht. Man weiß ja natürlich, man hat es mitbekommen durch die Presse, dass ich in Leverkusen nicht mehr tätig bin und wie es mit der Verletzung aussieht, ob ich noch mal Handball spielen möchte. Und genau, dann kamen wir ins Gespräch und dann ging es alles ziemlich schnell, dass ich gesagt habe, ich habe Interesse an dem Angebot. Ich will auf jeden Fall wieder Handball spielen. Meiner Ferse ist es auch wieder auf dem besten Wege. Und genau, dann war ich auch eine Woche später schon hier für ein Wochenende und habe mir das Ganze angeguckt. Und wir haben unter 4 Augen gesprochen, genau. Und dann hast du irgendwann den Entschluss gefasst, ja, top, die Wette gilt, ich bleibe hier. Ja, genau, das war dann so, dass wir besprochen haben, ich war das Wochenende hier und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt gerne noch mal 2, 3 Tage drüber schlafen, alle Eindrücke erstmal sammeln. Und ich hatte aber so ein gutes Gefühl, als ich dann abends nach Hause gefahren bin, dass ich gesagt habe, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich will das machen, ich habe Bock auf die neue Herausforderung, mal auch einfach Bock auf was Neues. Und dann habe ich Norm, glaube ich, 2 Tage später angerufen und gesagt, ich möchte gerne zu euch kommen. Dein Zuhause 500 Kilometer weg, das heißt auch, ist ja so mit 24 ein Abnabelungsprozess von den Eltern. Und das ist natürlich auch was ganz Neues für dich, jetzt hier eine eigene Wohnung zu bekommen. Aber du wirst ja hier vom Team, von den Trainern und auch von den Mädels gut aufgenommen. Ja, auf alle Fälle. Also ja, ich bin ein richtiger Familienmensch. Familie ist bei mir, steht bei mir an erster Stelle. Aber ich glaube auch einfach, dass es einem persönlich auch mal gut tut, mal weiter weg von zu Hause zu gehen, um einfach auch ja, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und ja, die Mädels, das Team, die haben mich alle bisher super integriert. Ich kann immer Fragen stellen, die sind hilfsbereit. Und ja, nur wenn man jetzt 500 Kilometer weit von zu Hause weg wohnt, heißt es ja nicht, dass man keinen Rat mehr zur Familie. Mein Vater oder meine Eltern, die werden, denke ich mal, oft hier hinkommen und ja auch die Spiele gucken, mich unterstützen, meine Schwester, mein Bruder auch. Und ja, wenn man da mal ein freies Wochenende hat, dann fahre ich auch nach Hause. Also das klappt auch. Und wozu gibt es heutzutage FaceTime, Videocall, wo man sich dann sehen kann? Handball ist ja das eine, aber wir haben heute gehört, du kommst natürlich auch in Brot und Lohn und das ist ja auch ein großes Pfund, ne? Ja, auf jeden Fall. Also als Physiotherapeutin werde ich ja dann hier arbeiten. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man, also für mich persönlich ist es wichtig, dass ich auch neben dem Handball noch so eine, also was anderes mache, weil mir sonst auch irgendwie die Decke, glaube ich, auf den Kopf fallen würde zu Hause, dass man auch einen Ausgleich hat. Und ja, den Job mache ich gerne und ich werde ja auch erstmal nur 16 Stunden arbeiten. Da kann ich dann immer noch überlegen, ob ich was höher gehen möchte. Aber das ist jetzt erstmal der Plan für den Anfang. Ja, und dann wird man sehen, ob ich sage, ich gehe noch mal ein bisschen höher oder ich lasse das alles so. Und du interessierst dich auch dafür, den Nachwuchs an die Hand zu nehmen, also rein handballerisch? Ja, total. Also ich habe immer schon Spaß daran gehabt, gerade auch Jüngere zu trainieren. Ich war in Leverkusen oftmals auch und habe Camps begleitet, also dass ich dann da Training gegeben habe. Ich weiß auch nicht, aber mir macht das einfach Spaß, den Jüngeren mein Wissen mitzuteilen und
ja, wenn ich hier noch mal die Möglichkeit dazu habe, sowas zu machen, dann wieso nicht? Heute mit vor Ort ein Mann, der neben Norman Rentsch dafür sorgt, dass die BSV-Mädels ganz oben mitspielen. Dietmar Schmidt. Als der Name fiel, Dietmar Schmidt zur Mannschaftspräsentation, wir erinnern uns, ging ein Raunen durch die Massen. Sie waren dort vielen bekannt. Erzählen Sie bitte für unsere Zuschauer, wie war Ihr Werdegang beim Handball? Ja, ich bin Zwickauer, habe in Zwickau das Handballspielen gelernt. Das war 1967, als ich am heutigen Käthe-Kollwitz-Gymnasium war, damals die Käthe-Kollwitz-Schule. Bin dann 1969 zu BSG Wismut-Aue gewechselt und 1973 zum Armeesportclub Vorwärts Frankfurt-Oder. Dort habe ich gespielt bis 1984, habe dann 84 als Trainer angefangen und so war meine ganze Karriere bis jetzt immer als Trainer gearbeitet, ob im männlichen oder im weiblichen Bereich, und freue mich natürlich, dass, wie es aussieht, mein Ausklang der Laufbahn hier in Zwickau ist als Trainer. Sie sind praktisch wieder zu Ihren Wurzeln zurückgekehrt und es ist nochmal eine Herausforderung jetzt beim BSV und man merkt es auch, Sie fühlen sich wohl. Ja, das ist erstmal eine tolle Herausforderung und auch für mich, ja, war ein sehr angenehmes Gefühl, die Anfrage zu bekommen, ob ich hier in der zweiten Liga als Co-Trainer, als Mitglied des Trainerteams arbeiten möchte. Und das habe ich ja wirklich sehr gerne dann angenommen. Und mir macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit den Mädchen, mit der Mannschaft, mit dem Team, mit allen hier zu arbeiten. Was, glauben Sie, zeichnet den BSV, das Team um Norman Rentsch und natürlich um Sie jetzt aus? Ja, das ist dieses wirkliche Team, dass einer für den anderen da ist, dass man sich hilft, dass man natürlich aber auch hart, geradlinig, kritisch miteinander umgeht, ob im Training oder im Umfeld. Und wir haben alle ein Ziel, wir wollen vorne mitspielen, wir wollen wirklich Top-Leistung bringen und ja, für uns steht an, wirklich langfristig eine Spitzenmannschaft im Handball in der zweiten Liga bzw. in der ersten Liga zu werden. Dann drücken wir den BSV-Mädels heute schon mal die Daumen für das morgige Testspiel gegen Rödertal. Alle, die mal wieder hautnah bei einem Spiel dabei sein möchten, sind herzlich eingeladen, am Dienstag kommender Woche zum Testspiel gegen den HC Leipzig in die Sporthalle Neuplanitz zu kommen. Die Spielerinnen freuen sich auf lautstarke Unterstützung.